Bei den Diageo Special Releases, die ja jährlich erscheinen, gibt es seit einiger Zeit neben dem Lagavulin 12 einen zweiten Fixstarter, den man jetzt schon seit ja, 3-4 Jahren in der Range sieht. Und das ist dieser hier, der Talisker 8 Jahre. Der kommt zwar immer wieder in verschiedenen Ausprägungen, mit verschiedenen Stilistiken daher, aber der 8-Jährige ist mittlerweile ein fixer Bestandteil dieser Linie. Diesmal kommt er aus Heavily Peated Refill Casks, also Fässern, in denen zuvor ein sehr stark getorfter Whisky war. Wir wissen nicht welcher, es ist anzunehmen, dass, weil es Diageo ist, wahrscheinlich Kaul Ila war oder vielleicht Lagavulin. Und diesmal ist er mit 59,7% abgefüllt und er ist ein bisschen heimtückisch. Und das hat folgenden Grund: In der Nase tut er völlig unschuldig. Da hat man weder den Alkoholeindruck, den diese fast 60% eigentlich ergeben müssen, noch ist er irgendwie besonders rauchig. Im Gegenteil, er ist fast ein bisschen subtil, hat so ein bisschen süße Noten, so Anklänge von maritimen Tang, ein bisschen Salz vielleicht, aber nicht wirklich. Und das ändert sich schlagartig, wenn man den ersten Schluck macht. Da schieben diese 60% enorm an. Da ist sofort der Rauch da. Da ist diese salzige maritime Note unglaublich präsent. Da hat man auch die Süße noch verstärkt. Insgesamt sehr druckvoll, nicht unbedingt besonders breit oder tiefgehend, aber einfach ein, ja, der Bayer würde sagen, ein Kraftlackel. Einer, der wirklich zeigt, was er hat und was er kann. Und im Abgang selbst dann setzt sich das nach hinten fort. Man hat also immer noch diese Alkoholstärke, ohne dass sie aber brennend oder bösartig wäre. Sie macht nur wirklich sehr viel Druck. Man hat die rauchigen Noten nachschwingend und die Süße. Und ein bisschen Bitterkeit bleibt auch noch liegen. Also erst dann, ab dem Gaumen, zeigt er wirklich, wie stark und wie kräftig er ist. Ja, von mir ein Daumen hoch, der ist wirklich angenehm zu trinken. Der Preis ist auch noch so halbwegs in Ordnung. Und ja, wenn Sie den irgendwo kriegen, besorgen, wenn Sie ein Talisker-Fan sind und selbst wenn Sie es nicht sind, der ist wirklich interessant und stark und schön. Und in diesem Sinne, danke wieder fürs Zusehen und Slunch.